Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert König für den Sport. Guten Abend. Das sind die Nachrichtenthemen von heute. Eine Regierungserklärung und viele scharfe Worte. Der Bundestag streitet über den richtigen Weg zur Unterstützung der Ukraine. Maritime Lebensadern der Wirtschaft. Was die Regierung tun will, um die Zukunft der deutschen Häfen zu sichern. Und kurz da und schon wieder weg. Manuel Neuer ist verletzt und fällt für die Länderspiele aus. Durchhalten bei der Unterstützung der Ukraine und die Stärke Russlands nicht überschätzen. Das waren die Botschaften von Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung einen Tag vor dem EU-Gipfel. Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussitzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet, so Scholz. Zur Taurus-Diskussion sagte der Kanzler nichts, die anderen schon. Christiane Hübscher. Lächerlich und peinlich hatte er noch gestern die deutsche Taurus-Debatte genannt. Das wiederholt Olaf Scholz heute nicht. In seiner Regierungserklärung sagt er sehr viel subtiler, wo seine Prioritäten bei der Unterstützung der Ukraine liegen und wo nicht. Für mich ist wichtig, dass es sich jetzt konkret um das dreht, was jetzt wichtig ist, nämlich zum Beispiel Munition und Waffenlieferung und nicht alle allgemeinen Dinge, die man auch noch wollen kann. Und ich setze mich deshalb in Europa dafür ein, dass die Mittel auch konzentriert werden auf das Dringendste, was die Ukraine jetzt braucht. Den Grünen steckt die Kanzlerkritik noch in den Knochen, doch sie halten weiter dagegen. Wieder wird klar, in dieser Koalition gibt es zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten, wenn es um die Ukraine-Hilfe und den Taurus geht. Und deswegen kann ich als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion sagen, dass wir als Grüne damit weitermachen werden. Da ist nichts lächerlich dran, wie manche meinen. Das ist keine Debatte, die man an irgendeiner Stelle beenden kann. Oppositionschef Merz wirft dem Kanzler erneut Führungsschwäche vor und indirekt sogar Feigheit vor Putin. Friedfertigkeit kann das Gegenteil von Frieden bewirken. Einem solchen skrupellosen Kriegsverbrecher kann man nicht mit Feigheit begegnen, sondern nur mit Klarheit und Entschlossenheit. Er bekommt ungewollt Zuspruch von der AfD. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte hier im Plenum kürzlich laut über ein Einfrieren des Ukraine-Krieges nachgedacht. Die AfD-Chefin drängt auf sofortige Beendigung. Statt mit Kriegstreiberei und Waffenlieferung die Eskalation voranzutreiben, muss die deutsche Politik sich wieder auf ihre Stärken besinnen. Das heißt, sie muss alles daran setzen, im Ukraine-Krieg als Vermittler aufzutreten und Verhandlungen in Gang zu bringen. Für den Vorwurf der Kriegstreiberei kassiert Weidel eine Rüge von der Bundestagsvizepräsidentin. Der Kanzler gibt vor dem EU-Gipfel in Brüssel erneut das Versprechen, Deutschland und Europa würden der Ukraine so lange wie nötig helfen. Jetzt zu einer sehr persönlichen Entscheidung, die gesamtgesellschaftlich spürbare Folgen hat. Frauen in Deutschland bekommen immer weniger Babys. Die Geburtenrate ist in den vergangenen 2 Jahren ungewöhnlich stark zurückgegangen. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat folgende Zahlen errechnet. 2021 waren es noch 1,57 Kinder pro Frau, 2023 dann 1,36 Kinder, der niedrigste Wert seit 2009. Die Forscher vermuten, dass angesichts von Krisen wie Corona und Klimawandel, dazu Kriegen und Inflation, der Kinderwunsch verschoben wurde. Diese Entwicklung belastet künftig zunehmend die Staatsfinanzen. Weniger arbeitende Menschen zahlen für immer mehr im Ruhestand. Dazu die schwache Konjunktur. Beides zusammen führe langfristig zu einer drastischen Verschuldung, sagt der Bundesfinanzminister und fordert ein Gegensteuern der Politik. Seinen sogenannten Tragfähigkeitsbericht legte Lindner heute dem Kabinett vor. Details von Daniel Ponzen. Könntest du da irgendwie einspringen? In der Pflegebranche, wie hier in Mecklenburg-Vorpommern, zeigen sich im Kleinen beide Trends, die im Großen die Staatsfinanzen gefährden. Immer mehr alte Menschen, immer weniger Arbeitskräfte. Wie viel mehr könnten Sie denn gebrauchen an Mitarbeiterinnen? 2, 3 wären schon ganz gut. Hier Lücken im Dienstplan, in Berlin im Finanzplan. Laut Ministerium drohen diese Lücken infolge des demografischen Wandels bis 2070 dramatisch anzuwachsen.
Berechnet wurden zwei Szenarien. Selbst das Positive bei guter wirtschaftlicher Entwicklung geht davon aus, dass der Schuldenstand von jetzt 63% der jährlichen Wirtschaftsleistung auf 140% steigen könnte. Im negativen Szenario gar auf 365%. Wegen der betrachteten Dauer und der vielen Einflussfaktoren lassen sich die Werte nicht präzise prognostizieren. Die Tendenz aber ist eindeutig. Dieser Tragfähigkeitsbericht zeigt, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Niemand darf vor diesen Realitäten die Augen verschließen. Unsere Gesellschaft verändert sich, wir altern. Weil diese Alterung maßgeblich verursacht worden sei von den Babyboomern, weil sie so wenig Nachwuchs bekamen, müssten sie nun auch gravierende Einschnitte hinnehmen, fordert Ökonom Bernd Raffelhüschen. Wir müssen massiv ändern. Wir müssen in der Rente das Rentenzugangsalter erhöhen. Wir müssen das Rentenniveau an die demografische Entwicklung anpassen. Wir brauchen auch bei der Pflege massive Reformen, denn das ist alles nicht mehr tragfähig finanzierbar. Das jüngst von Finanz- und Arbeitsminister vorgestellte Rentenpaket allerdings wird erst einmal nicht zu sinkenden Ausgaben führen. Im Gegenteil, sie werden weiter steigen. Tausende Arbeitsplätze möchte der Automobilzulieferer Bosch in den kommenden Jahren abbauen. Daran gehe nichts vorbei, sagt der Personalchef und reagiert damit auf die Proteste von Mitarbeitern. 25.000 demonstrierten heute an mehreren Konzernstandorten gegen die Sparpläne. Sie fordern stattdessen Investitionen in Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und autonomes Fahren. Aus Stuttgart, Eva Schiller. Sie wollen kämpfen um ihre Arbeitsplätze und den Automobilstandort Deutschland. 25.000 Bosch-Beschäftigte, deutlich mehr als erwartet, protestieren bundesweit hier vor der Stuttgarter Zentrale gegen den geplanten Stellenabbau. Wir verlieren hier unsere Jobs und ich finde, wir machen so eine gute Arbeit hier einfach, dass man mehr dafür sorgt, dass wir Perspektiven haben, dass wir Möglichkeiten haben, vom Verbrenner wegzukommen. Schwieriges Thema, die Leute zu motivieren, ihre Arbeit auch weiterhin noch auszufüllen. Und an den Themen dran zu bleiben, dass sozusagen der Standort Deutschland auch weiterhin bestehen bleibt. Die Abbaupläne von Deutschlands größtem Automobilzulieferer scheibchenweise verkündet. Trotz hoher Gewinne will Bosch 7.000 Stellen weltweit streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland, so den Wandel zur E-Mobilität bewältigen. Man könnte den Umbau ja so gestalten, dass sagt, der Verbrenner geht nach unten und gleichzeitig gibt es mehr Elektromobilität und Produkte hier in Deutschland. Aber wir stellen fest, der Verbrenner geht nach unten und die neuen Produkte werden eben nicht in Deutschland industrialisiert. Man müsse der Wahrheit ins Auge sehen, so die Geschäftsführung. Für die Herstellung von E-Autos braucht es deutlich weniger Mitarbeiter. Wir versuchen, über unsere Wachstumsstrategie neue Beschäftigungen in neuen Feldern zu generieren. Ob das dann nachher genau die Balance hält, das kann ich im Moment noch nicht sagen. 500.000 Arbeitsplätze hängen allein in Baden-Württemberg von der Autoindustrie ab. Klar ist, in Zukunft werden Konzerne und Zulieferer wohl deutlich schrumpfen. Für eine Exportnation wie Deutschland sind Häfen besonders wichtig. Hier läuft ein großer Teil des Außenhandels ab. So wurden über die deutschen Seehäfen 2023 knapp 280 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Hamburg hat mit fast 100 Millionen daran den größten Anteil. Mit der nationalen Hafenstrategie will die Bundesregierung die Wettbewerbsfähigkeit der Häfen stärken, aber auch deren Sicherheit. Svenja Domeyer berichtet. Lebensmittel, Kleidung, Technik. Knapp zwei Drittel aller Waren verlassen Deutschland über die Seehäfen. Mit einer nationalen Hafenstrategie will die Regierung die Anlegeplätze nun fit für den internationalen Wettbewerb machen. Wir müssen unsere Seehäfen jetzt digitalisieren, sie müssen effizienter werden. Wir müssen Fachkräftefragen klären. Die Häfen liegen zwar in der Verantwortung der Bundesländer, aber sie sind für uns auch von nationaler Bedeutung, etwa auch bei Verteidigungs- und Sicherheitsfragen oder auch bei Fragen der Energieversorgung. Ob LNG, Wasserstoff oder Offshore-Industrie, die Häfen sind auch Umschlagplätze für die Energiewende. Um die Ziele zu erreichen, benötigen sie millionenschwere Investitionen. Ohne die Küste, ohne die Häfen wird die Energiewende, werden die Klimaziele in Deutschland nicht erreichbar sein. Und deswegen wird aus der vermeintlichen, von vielen Ländern gesehenen, eher länderspezifischen Aufgabe eine nationale Verantwortung, die wir haben. Die Länder warten auf Geld vom Bund. Doch diese Zusage blieb heute aus. In Cuxhaven zum Beispiel sollen damit neue Liegeplätze für die riesigen Bauteile von Windkraftanlagen entstehen. Wir haben die Pläne schon, wir können bauen.
Uns fehlt seit ein paar Jahren jetzt die Finanzierung. Und da brauchen wir jetzt die klare Unterstützung des Bundes. Man sei in guten Gesprächen, hieß es dazu heute nur von Beteiligten. Die Küstenländer wollen hartnäckig bleiben, damit aus der Hafenstrategie auch konkrete Projekte umgesetzt werden. Die AfD kämpft seit heute vor dem Bundesverfassungsgericht um ihre parlamentarischen Rechte. Konkret geht es um den Vorsitz in drei Bundestagsausschüssen. Darauf hätte die AfD wegen der Stärke ihrer Fraktion eigentlich Anspruch gehabt. Doch die anderen Fraktionen lehnten die AfD-Bewerber ab. Undemokratisch nennt das die AfD. Samuel Kirsch berichtet von der Verhandlung aus Karlsruhe. Er sollte 2021 Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses werden. Martin Hess, Abgeordneter der AfD. Doch die anderen Fraktionen hielten ihn für ungeeignet, lehnten ihn ab. Wie auch diese und weitere AfD-Kandidaten für die Vorsitze im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die AfD-Fraktion will die Vorsitze nun in Karlsruhe einklagen, beruft sich auf die Geschäftsordnung des Bundestags. Danach haben wir einen Anspruch auf drei. Und dann bestimmt sich das Ganze, wer den Vorsitz macht, nach den Vereinbarungen im Ältestenrat. Das ist vereinbart. Und trotzdem werden unsere Ausschussvorsitzende nicht akzeptiert. Die Ausschussvorsitze werden bislang nach dem sogenannten Zugriffsverfahren verteilt. Heißt, die größte Fraktion darf zuerst auf einen Ausschuss zugreifen und den Vorsitzenden benennen. Danach die zweitgrößte Fraktion und so weiter. 2021 aber wurden in den drei der AfD zustehenden Ausschüssen Wahlen durchgeführt, bei denen die AfD-Kandidaten durchfielen. Die Ausschussvorsitze, die sind zu wichtig, die Funktion ist zu wichtig, als dass wir sie mit ungeeigneten und unqualifizierten Personen besetzen könnten. Die AfD-Kandidaten zu blockieren, ein Verfassungsverstoß? Darüber hat das Gericht heute verhandelt. Zu Beginn kündigte die Vorsitzende an: Der Senat wird eine Reihe sachkundiger Dritter anhören, insbesondere aus dem Parlament selbst, um sich ein genaueres Bild von der bisherigen parlamentarischen Praxis und Tradition bezüglich Wahl und Abwahl von Ausschussvorsitzenden machen zu können. Ein Urteil dürfte in einigen Monaten fallen. Wie können Geflüchtete hier besser integriert werden? Dazu beraten ab heute die zuständigen Länderminister in Rostock-Warnemünde. Dabei geht es längst nicht nur um Aufnahme und Unterbringung der Menschen. Wie es zum Beispiel Kindern und Jugendlichen ergeht, die allein nach Deutschland kommen, zeigt Lisa Yandi. Für die meisten hier ist es der erste richtige Deutschkurs, den sie besuchen. Sie dürfen nicht zu erkennen sein, denn sie sind minderjährig und ohne ihre Eltern nach Deutschland geflüchtet. Nun warten sie auf eine Entscheidung der Behörden, wie es mit ihnen weitergeht. Man hat mir gesagt, mein Erstgespräch wäre nach 3 Monaten. Jetzt sind schon 5 Monate rum. Das macht mich traurig und ich zerbreche mir den Kopf. So wie ihm geht es vielen. Mehr als 3000 unbegleitete Minderjährige kamen allein im letzten Jahr nach Berlin. Zur Schule dürfen sie erst nach ihrem Erstgespräch mit den Behörden. Hier in den Karussell-Lernwerkstätten überbrücken sie Wartezeit und Langeweile. Zumindest für 6 Wochen. Danach ist die nächste Gruppe dran. Der Senat fördert das Projekt, doch es ist kein Ersatz für Schule. Wir müssten noch schneller werden in der Umsetzung mit dem Clearing-Verfahren. Das kann Berlin aber nicht alleine stemmen. Da sehen wir auch den Bund in der Pflicht. Wir haben hier in Berlin einen Hotspot der Ankommenssituation. Andreas Thewald ist ehrenamtlicher Vormund von insgesamt 3 Minderjährigen. Dass sie über Monate ohne Schule, ohne geregelten Tagesablauf bleiben, findet er skandalös. Hat deshalb Anzeige gegen die Bildungssenatorin erstattet. Man darf ja nicht vergessen, das sind ja Kinder, die in der Regel auch sehr schlimme Erlebnisse hinter sich haben. Die müsste man eigentlich an die Hand nehmen und was mit denen vernünftig veranstalten. Sein Mündel Haschmet geht jetzt endlich zur Schule. 9 Monate nach seiner Ankunft in Deutschland. Das ist Käthe Kollwitz. Sie gilt als bedeutendste deutsche Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Hunderte von Plätzen, Straßen und Schulen in Deutschland sind nach ihr benannt, in Ost und West. Doch obwohl jeder ihren Namen kennt, ist ihre Kunst in den letzten Jahrzehnten etwas in Vergessenheit geraten. Eine Ausstellung im Frankfurter Städel zeigt, Kollwitz ist aktueller denn je. Peter Theissen. Das sind sie, die Gesichter der Käthe Kollwitz. Ausdrucksstark, uneitel, schonungslos. Als Meisterin der Zeichnung und der Druckgrafik wird sie schon in jungen Jahren berühmt.
Sie inszeniert die Figuren auf ihren Bildern. Sie arbeitet mit starker Nahsicht, sie zoomt sehr heran. Die Menschen sind manchmal so ineinander verwoben, dass man nicht weiß, wo der eine Körper anfängt und der andere aufhört. Und das alles dient der Steigerung der Intensität und Dramatik. Und deswegen packen uns diese Darstellungen heute noch. In Berlin beobachtet sie das Elend in den Mietskasernen. Obwohl nie in einer Partei aktiv, setzt sie sich immer für Gerechtigkeit und gegen den Krieg ein. Den Nazis gilt ihre Kunst als entartet. Sie wird in die Isolation gedrängt. Dann sieht man die Motive, die jetzt im Augenblick über den Bildschirm gehen, bei ihr vorweggenommen sind. Die Grausamkeit des Krieges zum Beispiel. Sie hatte wohl wirklich Freude daran, ganz viele verschiedene Techniken auszuprobieren. Das überrascht und begeistert mich in dieser Ausstellung. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dessen Ende sie nicht mehr erlebt, wird Käthe Kollwitz hochstilisiert zu einer Ikone in Ost und in West. Die Kunst von Käthe Kollwitz ist von einem tiefen Humanismus, einer großen Menschlichkeit durchdrungen. Sie bietet ganz viele Anknüpfungspunkte für den Sozialismus und den Kommunismus, genauso wie für den Humanismus, für den Feminismus. Und das ist der Grund, warum sie in den unterschiedlichen Teilen Deutschlands auch unterschiedlich rezipiert worden ist. Als ihre Pietà-Skulptur 1993 stark vergrößert in der Neuen Wache in Berlin aufgestellt wird, da wird Kollwitz endgültig zum Mythos. In der Skulptur hatte sie den Verlust ihres Sohnes als Soldat im Ersten Weltkrieg verarbeitet. Im Frankfurter Städel ist Kollwitz nun in all ihren Facetten ganz neu zu entdecken. Wenn wie heute die Sonne strahlt und der Frühling pulsiert, dann ist es sicher leichter, glücklich zu sein. Entscheidend ist das Wetter dafür offenbar nicht. Das zeigt jedes Jahr wieder der Weltglücksbericht. Die glücklichsten Menschen leben demnach weit im Norden. Spitzenreiter sind die Finnen und das bereits zum 7. Mal. Gefolgt von Dänemark, Island und Schweden. Deutschland ist abgerutscht von Platz 16 auf 24. Was wir von den Finnen lernen können, zeigt Pablo Silalahi. Soziales Miteinander in der Sauna. Ausgeprägte Spaziergänge in den Wäldern. Das Glück ist im Land der Polarlichter zu Hause. Der Abstand zu Deutschland ist im Glücksranking noch einmal gewachsen. Ich würde sagen, die Deutschen stehen sich einfach ein bisschen selber im Wege, weil wir uns gerne an Regeln halten. Wir wollen gerne Sicherheit und dass die Sachen so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Und damit haben wir einfach Schwierigkeiten. Das steht uns im Glück im Wege. Was kann Deutschland von den Nordeuropäern lernen? Die Skandinavier sind sozusagen ohne Furcht. Die fangen einfach mal an, erst anfangen, dann entschuldigen oder so. Das ist so das Credo bei denen, weil sie einfach, Veränderung für die einfach tägliches Brot ist. Die haben diese German-Angst einfach nicht. Die machen einfach mal und hauen einfach mal was raus und sind deshalb auch sehr viel schneller, aber auch sehr viel innovativer, sehr viel kreativer und auch glücklicher. Laut der Studie sind die wichtigsten Glücksfaktoren soziale Unterstützung, ein gesichertes Einkommen, Freiheit und die Abwesenheit von Korruption. Aber Glücksfaktoren sind ja auch immer individuell. Gutes Wetter, meine Partnerin. Ja, also es sind viele Dinge, die einen glücklich machen können. Dass meine Freunde und Familie gesund sind und auch bei mir sind. Stichwort schönes Wetter. Heute gibt es sogar einen offiziellen Grund, glücklich zu sein. Es ist Frühlingsanfang. Ja, aber weniger glücklich ist Manuel Neuer. Wird doch nichts mit dem Comeback in der Nationalmannschaft. Nee, erstmal noch nicht. Die Leiste spielt nicht mit. Deshalb ist Manuel Neuer nach Hause gereist und fällt aus für die Partien gegen Frankreich und die Niederlande. Länderspiel Nummer 118 muss warten. Er hat das Hotel bereits verlassen. Beim heutigen Training ist es passiert. Neuer, der gerade erst erfahren hat, dass er als Nummer 1 ins EM-Jahr geht und nicht Ter Stegen, musste die Einheit abbrechen. Durch einen Muskelfaserriss in den Adduktoren wird er wochenlang fehlen. Fällt aus für die nächsten beiden Spiele. Dann vielleicht auch noch für Bayern im Spiel gegen Dortmund. Aber das ist dann jetzt nicht meine Baustelle. Aber generell ja, sehr, sehr ärgerlich, weil er guten Eindruck oder sehr guten Eindruck gemacht hat. Neuers Rivale Ter Stegen wird in den nächsten zwei Spielen im Tor stehen. Für den Bayern-Keeper erneut ein Rückschlag. Letztes Jahr ist er nach Skiunfall mit Unterschenkelbruch 11 Monate ausgefallen. Nun muss er erneut pausieren. Während Ter Stegen jetzt wieder Pluspunkte sammeln kann, mit Blick auf die EM.
Freunde des Public Viewings dürfen sich freuen. Wenn die jeweilige Kommune mitspielt, dann darf bei der EM draußen auch nach 22 Uhr weiter lautstark gejubelt werden. Julian Schuster soll laut mehrerer Medienberichte Nachfolger von Chefcoach Christian Streich beim SC Freiburg werden. Der ehemalige Mannschaftskapitän hat die Erfahrung von mehr als 200 Bundesligaspielen und ist aktuell Verbindungstrainer zwischen Profis und Jugend. 605 Kilometer, 7 Etappen. Das Cape Epic in Südafrika ist eine Riesenherausforderung für Mountainbike-Zweierteams. Schnellste auf Teilstück Nummer 3, die Deutsch-Schweizer Kombination Seewald-Stutzmann. Spektakuläres Rennen in spektakulärer Umgebung. Die dritte Etappe von Saronsberg nach Wellington, 94 Kilometer und gut 2100 Höhenmeter. Andreas Seewald, der deutsche Mountainbike-Marathon-Weltmeister von 2022, mit seinem Schweizer Partner Marc Stutzmann das dominierende Duo. Ihr Vorsprung im Ziel eine knappe Minute nach gut 3,5 Stunden und Temperaturen weit über 30 Grad. Das deutsche Team Egger-Baum muss sich im Schlussspurt geschlagen geben, kommt auf Rang 3. Ja, die vier sind bestimmt glücklich. Und müde, möglicherweise auch. Fehlen noch die Lottozahlen. Die Gewinnzahlen lauten 7, 9, 16, 24, 40, 45 und die Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lottozf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Heute ist zwar kalendarischer Frühlingsanfang, das Wetter morgen zeigt das aber nur bedingt. Es wird nass und bewölkt. Details hat gleich Christa Orben. Das Heute-Journal um kurz nach 10 mit Christian Sievers. Einen schönen Abend Ihnen noch und bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss. Guten Abend. Wo sind zum Frühlingsanfang in Europa denn die frühlingshaften Temperaturen? Das ist natürlich vor allem im Süden der Fall. Morgen auch wieder in Spanien und in Frankreich milde Temperaturen um 25 Grad. Im Norden gibt es immerhin schon Temperaturen im Plusbereich, was die Tageshöchstwerte betrifft, mit um 5 Grad. Wir liegen dazwischen und das beschert uns große Temperaturunterschiede. Und zwar auch heute Nacht. Da sinken die Werte meist auf 10 bis 5 Grad. Im Südosten kann es aber auch noch ein Stückchen kühler werden. Im Bergland ist eventuell leichter Frost möglich. Denn hier ist es auch am längsten klar, es bildet sich stellenweise Nebel. Im Norden und Nordosten, da verstärkt sich der Regen in der Nacht nochmal. Und in den Frühstunden sind auch im Südwesten erste Regentropfen möglich. So gibt es dann vormittags im Süden stellenweise etwas Regen. Im Nordosten hat es sich ein bisschen eingeregnet aus der Nacht heraus. Von der Nordsee her wird dann der Wind lebhafter, er dreht auf Nordwest und schiebt die Regenwolken weiter, sodass es nachmittags dann vor allem im Südosten Schauer und auch kurze Gewitter gibt. Ansonsten wechseln sich dichte Wolken mit kurzen Sonnenfenstern ab. Die Temperaturspanne wieder groß mit 9 Grad auf Rügen, 20 Grad am Rhein. Eine ähnliche Temperaturspanne haben wir dann auch noch am Freitag. Am Wochenende wird es aber deutlich kühler und auch sehr durchwachsen. Dann zeigt sich doch ein Hauch von Spätwinter. Tschüss.